ich fahre erstmal in eure Richtung. Kann ich wegen des Boxen auch mal ein bisschen leveln. Cool ist, ich sehe einfach nichts. Es ist voll der Nebel. Ernsthaft. Ob noch weiter laufen, macht keinen Sinn. Ja. Ist echt blöd, dass man nicht weit schwimmen kann, hey. Na, das ist gut. Du bräuchtest ja keine Boote. Ja, aber. Was machst du da? Auf einen Busch einprügeln. Und wieso? Holz. Wofür? Für den Bauhammer. So einfacher wäre es gewesen. Also man sollte sich das vielleicht mal so merken, dass man eventuell einfach mal grundsätzlich einmal komplettes Item mitnimmt, um ein Portal bauen zu können. Vielleicht sollte man das einfach mal in Schiffs reinlegen dann. Wir haben ja nichts mehr. Wieso? Du läufst an 1000 Dungeons vorbei. Mal einmal reingehen, mal ein paar rote Kristalle raus und fertig. Brauchst du nur zwei rote Kristalle? Wer ist das doch nicht? Kann ich mich nicht mit... Einen Stein habe ich bis jetzt. Was ist das? Aber so. Ja, erzähl mal. Carina. Ich glaube, hier ist ein Oger. Wo willst du jetzt eigentlich hinlaufen? Ich dachte. Ich suche Steine. Ich suche Steine, Schatz. Wofür? Ja, einen Hammer zu bauen. Wofür? Ja, vielleicht könnten wir ja einfach mal einen Floß bauen. Wäre doch vielleicht keine schlechte Idee. Na toll, ja nicht. Warum ist hier überall Sumpf? Hier hast du einen Stein. Ich brauche noch noch einen. Ja, dann brauche ich noch so ein blaues Vieh. Ah, das lässt sich sicher finden. Das ist typisch. Gibt es hier keine Steine, die auf dem Boden liegen, oder was? Oh, Sklett! Scheiße! Hab Gott sei Dank viel Lebensenergie, aber... Das ist, solange der Riegel hält. Stein! So, Hammer bauen. So, was brauche ich denn für einen Floß? Ja, lass uns erstmal hier wieder dann zum Wasser gehen. Ah, da brauchst du Lederreste für. Das kannst du vergessen. Wo kriegen wir denn jetzt 6 Lederreste her?
Wildschweine. Wie viel geben die nochmal? Ein oder zwei. Zwei. Na gut, ich könnte mal gucken, was eine Axt. Ich habe das Problem, dass ich jetzt da, wo ich eigentlich dachte, ich komme da gut durch, da ist nur Sumpf. Jetzt brauche ich noch mal 4 Steine leider für eine Axt. Oh, Rohrfisch. Fisch gefunden. Was? Ich habe gerade Fisch gefunden. Der lag hier am Wasserrand. Okay, angespült wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Stinkefisch, den würde ich nicht nehmen. Ja, ich wollte noch nicht essen, aber war schon lustig. Boah, immerhin hast du jetzt schon mal wieder neue Rezepte gelernt. Gut. Ja, ja. Ganz unbeabsichtigt sozusagen. Ja, die Karte mag mich nicht. Also ich fahre gerade hier am Sumpf vorbei. Das ist, das geht gar nicht, ey. Das ist nur Sumpfgebiet hier. Ich komme da nirgendwo durch. Ein Feuerstein. Okay. Du musst ja irgendwo noch Steine liegen. Das kann doch nicht sein. Ich hab noch zwei. Achso, dann gib mir doch. Ah, Skelett. Da kann ich leider nicht mit. Oh, Steinaxt herstellen. Also, wenn du Sumpf nicht brauchst, ne, dann hast du nur ohne Ende. Schiffbrüchigen versuchen sich an einen Floß. Quasi. Aua. Also ich glaube, es ist nicht so schlau, von der Seite zu klopfen. Echt? Wieso? Meinst du, der Stamm fällt dann auf einen drauf? Nein. Nein. Stinkefisch. Wobei, sie fallen auch manchmal etwas merkwürdig, muss man sagen. Das bringt nichts. Ich muss komplett drehen hier, wo ich lang fahre. Das ist kein Ende hier. So. Ich habe jetzt 5 Holz. Na komm her, wir brauchen noch einen. Sehe schon, mache ich ohne mit Fäusten mehr Schaden, hä? Also wäre ich vorhin doch anders rumgefahren, wäre ich schon längst da gewesen, glaube ich. Scheiße. Ja, genau. Und jetzt dreht der Wind natürlich. Ja, alles klar. Wir werden uns verarschen. Oh. Domino-Effekt. Ja, ich habe keinen Wind mehr.
Können wir schon mal eine Werkbank bauen. Ah, ich habe schon genug Holz, glaube ich, für beides. Gleich 3 Stück davon, verdammt. Müsstest du dich mal drum kümmern? Ich habe nicht mehr viel Lebensenergie. Ja, ohne Wind komme ich nicht voran. So, wir brauchen noch für das Floß die Lederreste. Dann hätten wir, könnten wir es bauen. Alles andere haben wir. Ey, Wildschweine findest du eigentlich auch mal recht viele, ne? Das muss noch eingestellt werden, Schatz. Das kannst du dir noch nicht nehmen. Da hinten geht aber ein Fight ab anscheinend. Alea, bist du überhaupt noch da? Ja, bin ich. Wir brauchen Wildschweine. Ja, ich war schon suchen. Ups, jetzt hat's mich doch gesehen, das Skelett. Einmal Lederreste habe ich. Zweimal. Was zweimal? Gut, fehlen noch 3. Ja, Wind. Yippie. Wenn mal einer gesagt, dass ich eine Stunde lang nur mit dem Boot unterwegs bin, hätte ich das Spiel nicht gestartet. Ach ja. Hirsche bringen keine Lederreste, oder? Nee. Nein, nur die Dings da. Ja, wäre ich nicht die scheiß Dings hier abgefahren, dann wäre ich schon lange da gewesen. Ja, man weiß das ja vorher nicht. Ne? Ah, Schweine! Ich hätte auch nicht damit gerechnet, dass der Sumpf sich hier um die ganze Map zieht. So. Jetzt müssen wir ja genug haben. Jetzt habe ich 5. Ja, ich habe 1, da haben wir 6. Na, hoffentlich gehen wir nicht unter. Wenn wir untergehen, dann gehen wir halb unter, dann ist das so. Also dann haben wir es wenigstens versucht. Und du hast mal einen Fluss gebaut. Eben. Und mal einen Fluss gefahren. Ja, ist für den Anfang vielleicht gar nicht verkehrt, bevor man so Langschiff fährt, ne?
Jo. Lass mal gucken, wo die Werkbank steht. Da. Ich habe jetzt die Strecke zumindest schon mal zurückgeschafft, die ich gerade hochgefahren bin. Ja, ist das super. Ja, toll. So. So, dann geben zwischen die Lederreste. Muss ich nur noch die Passage zwischen den beiden Inseln schaffen und dann geht in eure Richtung. Stopp, da ist es. Ja, dann fahr mal. Ja, ich hätte jetzt hier lacht, wenn er kaputt ist. Ha! Wir fahren! Du musst so Richtung Norden halten, ne? Und ich hab das Ding gegen meinem Kopf. Danke, Alia. Wenn du keinen Wind hast, bringt es nichts, wenn du ein Segel setzt. Ich bin im Dunkelwald nackt, ja, weil er ja dunkel ist, Olli. Ist doch genau richtig. Einmal drücken, Paddel, nochmal drücken, erste Segel, nochmal drücken, zweite Segel. Du hast rechts unter der Minikarte, dass wir stehen, wie der Wind ist. Hätte ich gewusst, dass ich im Hellen noch bin, im Dunkelwald bin, hätte ich mir natürlich was angezogen. Und hätte ich gewusst, dass du guckst, hätte ich Kuchen gebacken. Hätte ich gewusst, dass du guckst, hätte ich Kuchen gebacken. Schalali, schalala, schalalo. Ich war davon abgesehen, dass wir keine Ausrüstung mehr hatten. Ich hätte ja auch nicht gedacht, dass ich tatsächlich so lange auf der Insel verbleibe. Oh, die haben was gegen unsere Werkbank, Alia. Und irgendwie kommst du also nicht du voran. Du kommst nicht voran, wenn du das Segel so stehen hast. Scheiße. Du fährst in die falsche Richtung. Mal ganz davon abgesehen. Ja, was hier nicht so angeht, muss mir schon helfen. Ich sagte doch, ich im Norden. Jetzt kommt ein Seemonster. Also ich glaube, der Mathis wollte damit sagen, du musst das Segel einholen. Ach, dafür bin ich aber zu blöd. Wieso? Einfach rückwärts drücken. Zweimal. So, das mit dem Paddeln habe ich aber nicht verstanden. Dann muss wahrscheinlich irgendwie immer hin und her, oder was? Nein. Einmal drücken, paddeln. Zweite Mal drücken, erste Segel. Dritte Mal drücken, das nächste Segel. Ah, okay. Und rückwärts gibt's nur Paddeln. Ah, okay. Das ist doch nicht so schwer. Ja, jetzt hab ich ja gehört, dass du es erklärt hast. Dann habe ich es eben verpasst, dass du es erklärt hast. Irgendwie bewegen wir uns aber trotzdem nicht, Alia. Und du drehst schon wieder in die falsche Richtung. Ja, ich versuche auch zurückzudrehen, aber es funktioniert nicht. Mathis, ich hab Angst. Ich fahr auch gleich einfach voll über euch drüber. Ich glaube, du bist eher hier runtergefahren als wir hoch. Nee, ich kann's ja nicht hier warten. Ich glaube auch nicht, Olli. Das also mit dem Kapitän zur See, dort wird schon nichts mehr. Die Karriere kannst du schon mal abschreiben. Ja. Und mit diesen heiligen Worten ende ich mal die Folge. Bis dann. Tschüss. Kriegst du es doch nicht zu besseren? Hab ich ja nicht gesagt, dass ich es besser hinkrieg. Aber ich könnte es mal versuchen, oder? Ah, da ist Mathis. Ich sehe Mathis Segel. Ich sehe Mathis.
Da ist das Segel, er hält genau auf uns zu. Ich würde eher sagen, dass er uns rammt. Nein. Das ist äußerst albern irgendwie. Was hast du jetzt gemacht, Alea? Du hast ein Geistesknochenband und hier irgendein Schiff am Trocknen gesetzt. Sehr schön. Er hat aber noch keinen Schaden. Kannst also noch weiter hier. Da. Gucken. Ich sehe Mattes inzwischen nicht mehr. Hat sie so viel Fahrt drauf? Hab das Land erreicht und ihr? Ich geh da mal runter, ne? Was ist mit Mattes los? Das ist ja äußerst uninspirierend, wie er gerade spielt. Müssen wir jetzt wieder zurückfahren oder was? Warum hält er denn nicht hier auf dem Wasser an? Geht das nicht? Kann man dann so ein Stückchen nicht rüberschwimmen oder was? Das sind ja schon mal gute Vorzeichen. Muss mehr nach rechts halten. Ja, so ist richtig. Ich sehe das Schiff. Mehr links. Das weiß ich. Naja, zumindest habe ich einen Floß gebaut. Für was positiv. Okay. Warum ist er jetzt nicht zurückgefahren, wenn er so oder so jetzt hier mitten im Wasser steht? Ein Beherzenssprung schaffst du das. Okay. Wie schön, dass meine Ersatzausrüstung hier drin ist. Habt ihr jetzt doch geschafft, ja? Ja, ja, klar. Oh, das Boot ist ein bisschen abgetrieben. Ich weiß zwar nicht, warum du uns nicht auf dem Meer abgesetzt hast. Hat es das einen Grund, oder? Hä? Hättest du uns doch auf dem Meer aufnehmen können. Nö. Nö, was? Ja, nö. Warum denn? Ja, nö, was? Ja, was? Ja, nö, was? Warum nicht? Ja, darum. Wie darum? Ja, warum? Hast du keine Lust mehr zu spielen, oder was ist hier los? Hä? Ja, warum kriege ich keine vernünftige Antwort, wenn ich eine vernünftige Frage stelle? Ja, was für eine Frage? Warum hast du uns auf dem Meer nicht aufgenommen? Weil ich noch da am Land gestanden habe, oder nicht? Ja. Ja. Ja, okay. Ich verstehe. War doch jetzt eine vernünftige Antwort. Nee. Nö, eigentlich nicht. Mann, das war eigentlich überhaupt keine gute Antwort. Du bremst mal ein Schiff, was in so einer Fahrt ist. Ja, aber du hast es ja gesehen, du bist ja in volle Pulle vorbeigezogen. Du hast das Segel ja nicht eingezogen, gar nichts. Hab ich ja eingezogen. Das Schiff bremst nicht innerhalb von einer Sekunde. Ja, aber du hättest ja wenden können. Hab ich ja. Und ich muss auch immer mal pinkeln gehen. Hast du. Der Druck war sehr groß gerade, ja. Na dann. Gut, dann machen wir die Latenz ändern. Gerade ein.
Ey, dafür muss ich ja switchen. Da muss ich auch noch Bock drauf. So, Eigenschaften, Routine. Genau. So.